Und damit, meine Lieben, willkommen zurück zur neuen Folge Chaos Wastes. Ich bin mal gespannt, wie viele Münzen wir in der Runde finden. Auf jeden Fall hoffe ich, dass wir genug finden. Um zumindest mal eine von den beiden Waffen hier auf Orange abzugraden. Aber da müssen wir uns überraschen lassen. 250 oder 300 brauchen wir. Ich frage mal, ob wir die hatchen lassen. Um mehr hier Dingens zu bekommen. Um mehr Coins. Aber das werden wir dann gleich sehen. So, dann schauen wir mal. Hier oben wird es noch ein bisschen was zu mitnehmen. So, wir haben einen Trank hier mitgenommen. Beziehungsweise wir haben einen Medikit mitgenommen. Und hier schauen wir mal, ob es hier oben noch was gibt. Oh, es gibt hier oben noch mehr Tränke. Wir nehmen mal den Trank hier mit, dass wenn wir ein bisschen klatschen müssen, dass wir da was haben dafür. Und ja, wenn wir uns nicht weiter bewegen können, wird das nächste Ei jetzt auch gleich hier irgendwo spawnen. Ich glaube, die spawnen ja auch immer unbegrenzt, die Eier. Sowas war das, glaube ich. Irgendwo wird gleich das nächste spawnen. Und dann können wir das zerstören, das Monster, was da rauskommt. So, wir holen mal hier den Chaos Warrior ganz langsam weg. Chop, chop, chop. Oh, okay, der ist schon weg. Nice. Dann gibt es nochmal Münzen, die können wir mitnehmen. Wir schubsen mal hier ein bisschen was weg. Holen auch die Kleinen hier weg und dann schauen wir nochmal in die Ecke. Vielleicht gibt es wirklich nochmal in der Ecke Münzen oder so. Das wäre schön und sieht nicht so aus. Nö, keine Münzen mehr. Ich bin mal gespannt. Wir haben so gut wie keine Boons. Wir haben 3 Boons. 4 Boons. 4 Boons haben wir mittlerweile. Und kein Geld. Das ist schon beträchtlich, dass das so krass ist. Normalerweise ist das nicht derart dramatisch. So, wir haben ein Monster irgendwo. Ich heiz mal unseren Flammenwerfer ein bisschen ein. Denn dann können wir hier mit der Dingens hier ein bisschen was wegholen. Hier die Horde, meine ich. Mal gucken, ob er jetzt auf uns hier geht. Wir holen mal schnell hier den Berserker weg, da hinten. Und unsere Armor ist ja jetzt auch jede 10 Sekunden wieder da. Das ist ziemlich nice. Er wird hier auf uns wahrscheinlich gleich gehen. So, wir holen mal Victor hier hoch. Geben Victor mal hier den Dingens. Den Trank. Und dann versuchen wir mal hier ein bisschen mehr hier wegholen zu können. Mal gucken. Können wir hier ein bisschen Feuer machen? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Wir können aber noch eine Bombe hier drauf. Dann kann das hier nicht bekommen wenigstens. Und unsere Armor ist auch wieder hier richtig. Deswegen müssen wir jetzt gerade mal nicht wirklich blocken. Aber was wir mal machen sollten, ist ein bisschen mehr mit dem Feuer hier rein. Und zwar jetzt, komm schon, wir müssen ein bisschen was von den Kleinen hier wegholen können. Zumindest hoffe ich, dass wir ein bisschen was von den Kleinen gerade weggeholt haben. So, den Berserker bekommen wir. Jawohl. Unsere Mädchen stecken aber auch viel Schaden ein. Leider. Okay, wir haben das nächste Monster. Ich habe ein bisschen zu sehr gerade hier gehitzt. Ich werde mal gucken, dass ich da hinten ein bisschen was wegholen kann irgendwo. Na, okay, ich nehme mal den mal mit. Den Wave-Trank. Dann schaue ich mal hier in die Kiste. Nö, da ist nichts. Ich habe hier einen Feuerfass. Okay, das ist wohl hinter mir gerade hochgegangen. Das ist in meinen Arm hochgegangen, wurde eher gesagt. So, der Chaos-Spawn hat hier nicht wirklich so das, ja, den besten, wie sagt man hier, den besten Tag da gerade. So, wir versuchen immer noch hier mal, oh, wir sollten vielleicht Kirinian wirklich hier Salty holen lassen. Das ist eine bisschen bessere Idee. So, dann müssen wir hier mal gucken. Oh, stimmt, wir haben kritische Treffer, ich nach. Das habe ich ganz vergessen, wenn wir hier bisschen burnen, können wir hier mit kritischen Treffern wieder drauf. Das habe ich ja ganz, ganz vergessen. Na gut, die kritischen Treffer sind, glaube ich, mit das Beste, was wir haben.
Und ich weiß nicht, ob wir irgendwie... Wäre cool, wenn wir noch was anderes hier mit kritischen Treffern bekommen werden. Aber müssen wir mal abwarten. Dauert noch ein bisschen, bis wir zur Kiste kommen, so wie es aussieht momentan. So, Victor kann ein bisschen Hilfe gebrauchen. Machen wir mal den hier. Dann können wir hier die ein bisschen wegburnen. So, okay, da haben wir ein paar hier weggeholt. Das ist gut. Immer hier schön wegschubsen. Und ich bleib mal hier hinten auch so lange. Soweit ich das richtig weiß, ist das Ei jetzt wieder da gespawnt, wo das andere Ei gespawnt ist. Ich gehe mal ein bisschen nach hier hinten. Kühl mal ein bisschen ab. Mach den hier mal. Und mach hier mal ein bisschen Feuer unter den Hintern hier. Und dann drehen wir hier eine Runde. Aber ist nicht so dramatisch. Ich hoffe nur, dass der nicht nochmal zu uns kommt hier. Der Storm. Solange er nicht zu uns kommt, ist alles in Ordnung. So, wir holen mal den hier schnell weg. Und dann können wir hier wieder ganz normal durchlaufen. Nice. Ja, wenigstens bekommen wir hier gerade ganz gute Münzen dazu. Aber dann müssen wir noch ein bisschen jetzt warten. Vielleicht kommt das nächste Monster. Und ja, ich hoffe mal, dass hier alles... Also, dass wir wirklich mal richtig ordentlich Münzen bekommen. Ich hatte nämlich ein bisschen Angst gehabt jetzt in der letzten Folge, dass wir gar keine Münzen mehr bekommen. Um uns zwei Upgrades zu leisten. Danach haben wir auch noch hier so einen, wie heißt es so schön, einen Schrein. Und dann werden wir mal sehen, was wir da im Schrein bekommen. So, wenn wir hier hinten uns ein bisschen gemütlich machen. Okay, die wollen alle hier stehen, soll mir recht sein. Ich kann nochmal einmal höher machen. Okay, der Chaos-Spawn kommt jetzt gleich. Wir werden, sobald wir den sehen, mal unseren Trank trinken. Nochmal hier drauf machen. Ein bisschen abkühlen. Und dann hier mal schön rein. Vielleicht machen wir den ein bisschen mehr Schaden. Komm schon, komm schon. Und jetzt los geht's. Burnen wir den mal schön. Schön, wenn wir hier kritische Treffer haben. Können wir den hier schön wegburnen. So, noch ein bisschen burnen hier. Und dann hoffe ich mal... Ja gut, ich hoffe nicht, der ist gleich hier weg, so wie es aussieht. Das ist alles in Ordnung hier. So, wir können Sienna hier hochbekommen. Da bin ich mir sehr sicher. So, und der Chaos-Spawn ist weg. Nice. Ja, also wirklich super, super duper läuft es nicht. Die Mails gehen gerade ein bisschen oft drauf, aber... Es scheint ganz okay zu sein. So, wir können ein bisschen abkühlen und dann mal hier rein. Ein bisschen abkühlen und hier rein. Da traden wir zwar hier natürlich ein bisschen Leben für die kritischen Treffer, aber wir haben ja unser Schild, sollte in Ordnung sein. So, da hinten ist wieder ein Dingens, ein Egg. Da können wir dann mal wieder hingehen, langsam. Ich hoffe mal, dass wir zu Victor kommen gleich. Wir können hier nochmal aufladen, richtig? So, ich nehme mal hier den Prophetenschlag mit. Aber es sieht gerade hier nicht so besonders gut aus. So, ich hole mal den zu uns, den Kreisel. Und wir drehen anscheinend eine Runde. Einmal können wir Schaden abwehren. Glaube ich zumindest. Sieht ihr wohl eher nicht so aus. Aber was wir machen können, ist den hier wegholen. Stopp, stopp, komm, das reicht aus. Okay, ja, hat ausgereicht. Nice. Dann... Nichts wie zu Sienna. So, wir haben Prophetic Strike, hier Prophetenschlagtrank. Bin ich mal gespannt, ob wir den einsetzen. An der Kiste wäre es vielleicht eine gute Idee, den einzusetzen. Vielleicht müssen wir aber auch nochmal upgraden. Irgendwo muss es doch noch ein Upgrade geben. Okay, Rot werde ich mir jetzt nicht holen, das möchte ich nicht. Es ist oft Müll, was wir daraus bekommen. Wir haben auch eine Schildwaffe und... Bei der würde ich gern bleiben, wegen temporären Leben. Hätten wir mehr Coins, richtig viel, würde ich es vielleicht machen. Aber so gerade noch nicht. So, ich gucke mich mal hier oben um. Und bleib mal schön kurz... Oh, hier sind ziemlich viele Coins sogar. Oh, hier ist noch ein Stormwürmen. Den können wir mal hier runterschubsen. So. Okay, weg ist er, das ist gut. Ich werde einmal hier boosten. Und hoffen, dass die uns hier angreifen.
So, sieht gut aus. Können wir mal Flammenwerfer ein bisschen rein und die wegburnen. Haben ein bisschen viel gerade eingesteckt, leider. Aber ist nicht so dramatisch. Wir können ja durch die kleinen Ratten wieder ein bisschen temporäres Leben zurückbekommen. Immer wenn das so aussieht. Okay, Krillin hat jetzt gerade geholfen. Wahrscheinlich. Aber man hat es dann oft auch selber weggestoßen. Manchmal, wenn man nicht selbst hostet, ist es auch oft so, dass wenn man den Assassinen wegstoßt, dass er einen trotzdem noch ganz kurz grabbt. Das passiert sehr oft sogar. So, wir machen mal den hier. Ein bisschen Feuer hier unter den Hintern der ganzen Skaven. So, ganz langsam holen wir die weg. Was mir auffällt, die treffen mich gar nicht so gut. Ich weiß nicht, ob das daran hängt, dass wir nicht selbst hosten. Aber ich nehme es mal sehr stark an. So, ich habe mal hier eine Heilungsdings gefunden. Da ist ein blauer Anvil. Nehme ich aber nicht mit dem blauen. Hier gibt es einen Trank des Zorns. Aber den nehme ich mal noch nicht mit. So, die Dingens ist weg hier, die Huckratte. Wir können Sienna hier hochholen, ohne Probleme. So. 11 Heal Souls. Okay. Bin mal gespannt, ob jemand hier eine Wunde hat. Wer hat eine Wunde? Nee, Kirillin hat keine Wunde. Okay. Komm, geht auf uns. Geht auf uns. Kommt schon. Mehr auf uns. Unser Cooldown klingt schneller ab, wenn wir hier alles einstecken. Kommt schon. Greift uns an. Ganz langsam aber auch nur unser Cooldown hier, muss ich gestehen. Ich muss hier ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu sehr hier weggedrückt werden. So. Oh, dass unsere Gromnir-Armor gerade weggegangen. Mal gucken, ob wir hier noch mehr von denen drücken können. So, mal sehen, hopp hopp. Scheint ganz gut zu gehen gerade. Wir haben da gerade noch einen hier getroffen mit unserem Lightning. So, wir können Kirillin hier hochholen. Gleich können wir dann mal wieder ulten in einer Sekunde. Dann können wir mal alle uns angreifen lassen. Das ist ganz gut. Dann können die Mates die hier alle ab... ja, wegholen. So, dann. Soweit, so gut. Elgi kriegt hier mal Heilung. Und wir kriegen hier irgendwas. Undurchdringlich erhöht die Kraft von Verbündeten der Nähe für 20%. Ja, ganz nett. Aber mehr Gesundheit ist doch mit das Beste, was wir kriegen können. Da können wir noch mehr hier aushalten. Können wir noch ein bisschen mehr temporäres Leben hier einstecken. Oder noch ein bisschen mehr austeilen. So, mal gucken. Ich weiß nicht, wo die Hochrate gerade langkommt. Aber da ist ein Assassine da unten. Zumindest da war ein Assassine. Omni-Armor dauert noch ein paar Sekunden. Okay, alles in Ordnung noch. Wir haben mittlerweile 700 Coins, das ist gut. In der nächsten Runde kriegen wir auch noch ein paar Coins. Aber die müssen wir dann auch ausgeben in der nächsten, das ist wichtig. Aber das wird nicht so das Problem sein. So, ich guck mal hier ins Eck. Genau, da sind ein paar Coins. Nehme ich mit, nom nom. Und ich hoffe mal, dass wir ein rotes Schild bekommen mit irgendeinem guten Perk. Oder Flammenwerfer, was soll ich machen? So, aber ich bin nicht so... Ich weiß nicht, Schild wäre schon ganz nett. Aber wir sollten erstmal unseren Flammenwerfer upgraden. Vielleicht werden wir damit ein bisschen mehr was wegholen. Aber Schild ist auch gar nicht so schlecht, verdammt. Wir müssen, ist egal, so oder so, wenn wir es upgraden, wir kriegen mehr Power dazu. Die greifen uns, guck mal, die greifen uns kaum an. Wenn wir selbst hosten, dann holen die uns sonst wo weg. Laufen die um uns rum in Kreisen, um uns zu bekommen. Und hier jetzt gerade, wenn wir nicht selber hosten, kriegen die uns hier beim besten Willen, schaffen die nichts. So, ich hol die mal hier ein bisschen weg, damit Kirillin hier nichts einstecken muss. Und den hier auch noch. Jawohl. Ich werde mal hier nicht in den Kreisel des Todes gehen.
Das ist wichtig. So, den mal schön ein bisschen staggern hier. Aber wie es aussieht, haben wir noch ein bisschen mehr. Wir können auch ein bisschen weiter hier gehen. Aber so weit weg wird das der Exit ja auch nicht sein von der. Von der Map hier quasi. Dauert auch nicht mehr so lang hier, bis wir dann am Ende sind. Vielleicht kriegen wir noch ein Monster, das wäre ganz cool. An sich haben wir die Crystal Eggs. Aber so wirklich viele Monster gab es halt hier gerade auch noch nicht. So, mal gucken. Bleibt's doch mal, wir gehen mal hier schön raus. Ich kühl mal ab, um dann mit den kritischen Treffern hier ein bisschen arbeiten zu können. Scheint gut zu funktionieren mit den kritischen Treffern. Zumindest sind sie, verbrennen die, also brennen die wirklich schnell. So. Oh, der ist schon weggebrannt, nice. Gibt es hier noch irgendwo ein bisschen was? Ich sehe hier gerade nämlich ein paar Mauler oder so wäre noch ganz cool noch. Oh ja, da gibt es wirklich noch ein paar Mauler hier. Wenn wir das machen, können wir vielleicht denen auch ein bisschen mehr Schaden machen. Scheint so. Wir haben einen weggeholt. Ich muss mal hier ein bisschen aufpassen, nicht, dass wir irgendwie noch was einstecken. Aber unsere Kombi-Arme ist auch wieder hoch. Dieser Luxus vom Ironbreaker. Jede 20 Sekunden normalerweise einen Hit einstecken. Und wir können es jetzt ja sogar jede 10 Sekunden. So, mal schön hier den hier machen. Dann nochmal abkühlen und dann nochmal hier rein. So, schön hier rein. Nochmal abkühlen und dann nochmal hier rein. Mal gucken. Zwei konnten wir wegholen, das ist gut. Drei, vier. Nice. Das läuft ja hier wieder am Schnürchen. Aber wir sind auch nicht dafür gemacht, eigentlich ganz viel wegzuholen. Wir sind eher dafür gemacht, ordentlich was einzustecken. Oh, Sienna ist gestorben. Die Arme. Manchmal ist auch hier der Exit, da kommt dann ein Boot hier lang gefahren. Aber jetzt gerade ist es nicht so. Oh, hier ist ein Chaos Warrior. Können wir mal ganz langsam hier so wegholen. Auch hinter uns ist einer, müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber wenn wir hier so ausweichen, können wir mal nach hier hinten uns Sienna holen. Hopp, hopp, hopp. Ganz, ganz flott. Hoch mit dir, Sienna. Wir haben hier Chaos Warrior zum Burnen, denke ich mal. Vielleicht greifen wir mal ein bisschen mehr schweren Angriffen an. Wenn wir nämlich hier diese Combo nehmen, wie hier mit Kopftreffer, können wir auch ein bisschen mehr Schaden an denen verursachen, wenn wir den Kopf treffen. Vielleicht wird es genug sein, jawohl. Auch jetzt noch ein weiterer. Dann holen wir die auch mal hier weg. Oh. Oh, das hat ein bisschen weh. Aber es ist in Ordnung. Wir müssen aufpassen, dass wir hier aus dem Dingens rauskommen. Das ist ganz wichtig. So, aufpassen. Jetzt bringt auch gar nichts hier zu burnen. Kommt schon, jetzt kommt her. Jetzt hole ich euch hier weg. Chop, chop, ganz langsam. Ich hoffe mal, dass ich ein bisschen mehr Kopftreffer mache. Dann können wir die anderen auch noch wegholen. Nö, sind schon weg. Aber Salty ist auch extrem gut gegen Chaos Warrior. Der hat nicht umsonst hier die, wie sagt man... Meine Güte, da steht ganz schön viel rum. Der hat hier nicht umsonst diese 30%, glaube ich, Basis gegen Chaos Warrior. Also gegen nicht nur Chaos Warrior, sondern gegen Chaos an sich waren das 30%. Das ist schon ziemlich, ziemlich krass. So, ich guck mal nach oben. Vielleicht gibt es hier noch ein paar Münzen. Das ist ganz gut. Können wir hier rüberspringen? Ja, jawohl, können wir. Und ja, dann gehen wir nochmal... Wir gehen ja nochmal in der Folge shoppen. Und in der nächsten Folge dann gibt es die Arena. Da bin ich mal sehr gespannt drauf, wie gut oder wie dramatisch, schrecklich das dann wird. Aber ich hoffe, dass es ganz gut wird. So, hier ist das Exit. Man kann übrigens hier oben auch irgendwo langlaufen. Das weiß ich, das habe ich noch in Erinnerung. Wenn wir irgendwie hier so langlaufen, können wir irgendwie hier so aus der Map rauslaufen. Das ist lächerlich, aber wir können hier theoretisch einfach irgendwie rauslaufen.
Da sieht man auch, dass das Terrain nicht ganz fertig ist. Es gibt ja auch andere Wege, wo wir lang gehen. Ich glaube, das ist einer davon. Aber bin ich mir nicht so ganz sicher ohne die ganzen Dinger. So, ich gehe mal ins Portal. Liegt hier noch was zum Aufsammeln? Coins? Nee, ist nur eine Lichtquelle hinter dem Dingens. Aber ja, ich muss sagen, Flammenwerfer ist cool. Im Karrieremodus ist der noch viel cooler. Da können wir Barriere drauf machen. Ich glaube, Barriere... War das Barriere? Auf jeden Fall gibt es einen Trade. Wenn wir was von der gleichen Armor-Klasse hitten, kriegen wir 5% extra Power. Das funktioniert ziemlich gut. So, wir haben hier mehr Ausdauer bekommen. Das ist auch ziemlich nice. Und in der nächsten Folge, nachdem wir erstmal shoppen waren jetzt gleich, gucken wir mal, dass wir auch irgendwie rote Waffen bekommen. Einen können wir uns kaufen, einen zweiten können wir es uns wahrscheinlich nicht leisten mit dem roten. Ach, Kirillian muss leider weg. Das ist ein bisschen schade. Aber können wir nicht ändern. So, dann schauen wir mal, was wenigstens hier mal beim Dingens gibt, beim Buhn. Aber was Gutes, wenn wir nur mit Bots spielen, kriegen wir mehr Münzen. Und das skaliert anscheinend mit wie vielen Bots wir spielen. So, wir kriegen hier kritischen Treffer. Wir machen... Sollen wir das hier nehmen, wenn wir weniger als 30% Gesundheit haben? Ja, das hört sich gut an. Das werde ich machen. 30 von 255, weiß ich nicht. Also, ein paar 60 müssten es sein, oder? So um den Dreh. 33 wären es auf jeden Fall schon mal, wenn wir 100 Gesundheit hätten. Bei 200 wären es 66. Ja, das heißt, ungefähr, wenn wir unter 70 Gesundheit fallen, regenerieren wir dann relativ flott hoch. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Aber ja, wie gehabt, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Jetzt gibt es noch zwei weitere. Einmal eine normale und dann noch die Arena. Und da bin ich mal gespannt, wie gut oder wie schlecht es läuft. Aber das werdet ihr erst in der nächsten Folge sehen. Und bis dahin, tschüss.